Okay, continue. So as I told you with the mit den Farben. Sie haben zum Beispiel jetzt wieder Konvertierung. Das ist mal was wir Kommunikation nennen. So, Sie packen, was immer Sie nehmen, zum Beispiel eine Farbe von einem Fotoapparat und packen die dann in Zahlen. Das ist das, was Sie auf den Speicherchip machen. Also einfach nur Zahlen. Und die sind am Rand unserer Realität. Die sind am Horizont und am Ende der Welt. Zahlen und die ganzen Daten sind immer am Ende der Welt. So, was Sie aufnehmen mit dem Sensor ist einfach, wir haben das Feld von den Sensoren. Ich habe Ihnen erzählt, wie in der ersten Stunde dieses Semesters, wie man von analog auf digital wandeln kann, indem man das von der Realität in eine Zeitlinie packt und das abzählt. Sie haben dieses Feld von Sensoren in der Kamera und dann wird das einfach abgeholt mit dem Bus. Die ganzen Zahlen, Millionen von Zahlen. Und ans Ende der Welt gepackt. Von diesen Zahlen wissen nichts mehr, außer kennen nur noch ihre Nachbarn. Die 0 weiß, dass sie neben der 1 ist und diese 1 weiß, dass sie neben der 0 ist, die weiß, dass sie neben der 0 ist und so weiter. Wissen alle nichts mehr. So, und die ganze Trickserei ist jetzt, wie kriegt man das hin, dass man die Leute vom Ende der Welt wieder zurückholt. Und die sind immer Aliens. Die tun halt nicht so. Das heißt, man versucht dann, wenn man dann einen Ausdruck macht oder das Foto von dem Fotoapparat auf dem Bildschirm zu machen, das hinzukriegen, dass man die so bändigt, dass das irgendwie so funktioniert, wie man das erwartet. Aber es sind Aliens, sie kommen vom Ende der Welt. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann macht man halt das mit dem RGB und dann sagt man vorher, das ist jetzt RGB, dann zählt man genau ab, wie viel von diesen Dingern man da hat am Ende der Welt und dann passt man dieses ganze Paket und sagt, okay, so wie wir es ausgefaltet haben, falten wir es auch wieder ein. Und dann kommt natürlich das wieder raus aus Daten. Das ist das, was Informationstechnik ist. So, und was wir auf technischer Ebene Kommunikation nennen. Das ist aber, wie ich am Anfang erzählt habe, nur die Hälfte der Geschichte. Das spannend wird das ja erst, wenn man das als Planeten anguckt. Wenn man schon am Ende der Welt ist, kann man ja auch die Welt andersrum angucken. Das heißt, man kann anders zurückkommen. Man kann die ganze Welt ja drehen um sich und kommt anders zurück. So, und jetzt ist hier das ein einfaches Beispiel, wie wir es verdrehen können. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir konvertieren jetzt die RGB-Farbe in HSB. So, das heißt, das ist die Farbigkeit, das ist die Helligkeit und das ist der Schwarzanteil. So, dann haben wir jetzt diese drei Zahlen in drei andere Zahlen übersetzt. So. Und wenn wir jetzt hergehen und zum Beispiel sagen, das mit einem Bild machen, dann nehmen wir das Bild. Der Color Space ist von diesem Bild ist RGB. Die Image Data von dem ersten Pixel ist das hier. Wir separieren das Bild in RGB. Das habe ich doch vorhin gemacht. Das ist falsch. Okay, nochmal hier. Image, Color Space, RGB, so. Ich war irgendwie falsch gerutscht, Entschuldigung, aber gleiche Geschichte. So, ich nehme also das Bild in RGB, ich konvertiere das jetzt in HSB und mache das wieder als Bild. Ohne Konvertierung. Das heißt, ich pick das jetzt als RGB ans Ende der Welt und hole mir das als HSB zurück. Ja? So, HSB ist im Übrigen, also ein Format, das ist irgendwie unter die Räder auch gekommen. HSB ist das Format, das physiologisch ist. Alles, was ich erklärt habe mit RGB, mit XYZ, sind die physikalischen Dinge, die sind außen. Und die sind physikalisch und physiologisch. Das heißt, dass die Zahlen dem optischen Eindruck entsprechen. Dass ich anfangen kann zu rechnen im optischen Eindruck. Das heißt, wenn ich da 0,1 dazu rechne, egal in welche Richtung, ist immer der Unterschied des optischen Eindrucks gleich. Weil es immer 0,1 Differenz ist.
Das ist bei den physikalischen Dingen nicht so. Wenn es sehr, sehr dunkel ist, brauchen wir sehr große Differenzen, um etwas wahrnehmen zu können. Und wenn etwas sehr hell ist, auch. In der Mitte haben wir eine große Unterscheidungsfähigkeit. Mit HSB ist das so optimiert, dass unsere Wahrnehmungsfähigkeit in der Arithmetik gut abgebildet werden kann, in der Zahl. Das heißt, wenn Sie etwas physiologisch einstellen wollen, gehen Sie mit HSB oder AUB und dann. Und wenn Sie etwas physikalisch abbilden wollen, in RGB und mit CMYK, reflektiv und projektiv. Und rezeptiv ist HSB. Das sind diese drei prinzipiellen Formate. Einer für das Auge, einer für das Papier und einer für die Projektion. So. Deswegen habe ich das jetzt hier auf den rezeptiven Teil übersetzt. Also ich nehme das Bild und sage, ich will das lesen als rezeptiv, weil das sind ja nur eine Reihe von Zahlen. Und wenn ich das jetzt mache, sehen Sie, es ist vollkommen anders gerendert. Anders zusammengesetzt. Das heißt, ich schicke es in einer bestimmten Farbigkeit ans Ende der Welt und es kommt anders wieder zurück. So, hier ist jetzt zum Beispiel ein Bild im Internet. So kann man es runterladen, Import, die URL. Und das importiere ich jetzt, bringe das auf eine bestimmte Größe und frage nach dem Color Space. Und hier sehen Sie, das ist jetzt ein professionelles Bild und Sie sehen jetzt, dass das dieses Extended RGB ist nach irgendeinem internationalen Standard, der das einfach differenzierter macht, der jetzt dieses System XYZ mit inkludiert. Das heißt, da sind jetzt Informationen von dem physikalischen Gerät, was die RGB-Daten aufgenommen hat, mit inkludiert. Damit können Sie das, was professionelle Fotoapparate machen, die sagen, auf welche Art und Weise das abgebildet ist, damit man verlustfrei das auf andere Formate in diesem XYZ übertragen kann. So, und das ist jetzt so ein Bild, was diese Informationen transportiert. So, das hier ist der Farbraum meines Computers. So, gehen wir jetzt ein paar Experimente. Nur, dass wir ein bisschen mit dem Calculus arbeiten und dass Sie das so. Gehen wir zum Beispiel jetzt hier. Es gibt eine Tabelle. Ich setze hier eine Tabelle aus Farben, Rot, Grün und Blau. Rot geht von 0 bis 1 in n Schritten. In drei Schritten habe ich hier, in drei Schritten von 0 bis 1, das heißt 0, 1 Drittel, 2 Drittel, 1. Grün auch, Blau auch. Und dann mache ich eine Tabelle und setze hier, ich kann jetzt zum Beispiel das jetzt erstmal weglassen und das evaluieren. Dann kriege ich diese Zahlentabelle und wenn ich diese Dinge jetzt sage, das soll RGB Color von dem, dann macht er mir so ein Array aus aus Farben. Das kann ich jetzt als Grid darstellen. Dann wird jetzt jedes einzelne als Grid dargestellt. Das ist jetzt ein Grid. Das sind aber dann immer diese unteren Teile. Also hier, das ist ja eine Zeile. Und die werden jetzt hier jeweils als Grid dargestellt. So. Jetzt kann ich die Farben das ist ein Map-Index, diese Koordinaten auf die Farben zuweisen. Ich mache hier einen Cube und nehme diese Zuweisung hier und setze dann auch den Cuboid, das ist ein Würfel, auf diese Koordinaten im Raum und dann die entsprechende Farbe dazu. Farbe ist hier. Das ist die Koordinaten. Und dann sage ich, das soll ein Cuboid sein, an den Koordinaten mit der Farbe. Die Koordinaten mit der Farbe. Die Koordinaten mit der Farbe. Und wenn ich diesen, machen wir das jetzt mal eben hier. Das ist blau, deswegen so haben wir das. Und wenn ich das jetzt als dreidimensional, ich mache, die Kanten von den Würfeln sollen nicht gezeichnet werden, nur die Farben und die Flächen. Und soll keine Box. Und wenn ich das jetzt also diesen Code, der ist hier symbolisiert, ohne Kanten, als 3D-Grafik darstelle, dann
kriege ich einen solchen Würfel. Sind die Dinge so zusammengebaut? Ja? Schönes Experiment. So, machen wir das Gleiche in, das ist jetzt das Gleiche in einer zusammenfassenden Form. Jetzt haben wir 5, machen wir 12. So, wunderschön. So, das ist jetzt die Formel, um so einen soliden Würfel mit Farben zu machen, wo die Koordinaten von in XYZ mit der Farbe RGB übereinstimmen. Das heißt, ich nehme jetzt so ein Array aus Zahlen und übersetze das synchron in die Position im Raum und in eine Position im RGB-Farbraum. Dann sieht das so aus. Jetzt habe ich das Gleiche, nehme die gleiche Formel hier und drehe das einfach anders und falte das jetzt anders auf. Statt Cuboid setze ich jetzt hier Sphere hin. Sonst ist der gleiche Code, dann sieht das so aus. Schick, hä? Sie müssen sich immer vorstellen, die Zahlen sind immer Zahlen. All das, was Sie auf dem Chip haben oder auf der Festplatte und so weiter, ist immer am Rand der Welt. Und die gucken da und sitzen da und lachen. Dann holt man die halt zurück auf irgendeine Art, die Zahlen. Und dann spielen die. Das sind Aliens, sie können alles. Ja, so. Also müssen Sie sich immer vorstellen, sobald man etwas speichert, bringt man es an den Rand der Welt und die Daten sitzen da und lachen. Ja? So, und dann holen sie zurück und machen etwas damit. Und dann können die alles. Und das ist einmal ausfalten und einmal einfalten und ausfalten. Einmal ausfalten. Enkodieren, dekodieren. Fertig. Dies ist die Vorstellung, was Sie von Daten haben müssen. So, hier die Resolution, haben wir jetzt gemacht. Ja. Bisschen shiny, glossy machen. So. So, hier ist jetzt zum Beispiel etwas anderes, das ist auch sehr schön. Wir haben ein Polygon. Nur, dass Sie sehen, wie schön das ist, wenn man Zahlen kombiniert und das in unterschiedliche Fallvorgänge reinbringt und immer die gleichen Zahlen. So, wir haben jetzt ein Polygon, das geht von 0,0 nach 1,0, 1,1,0,1, das ist hier das Polygon. Das sind dieses hier, das ist 0,0, 1,0, 1,1, 0,1, 0,0 und schließt das ab. Sie können das auch einzeln sich angucken, so geht das immer, wenn Sie damit den Code spielen, nehmen Sie das raus und kopieren es woanders hin. Und nehmen das raus, was Sie hier erstmal nicht verstehen. Gucke ich das hier an und dann sehen Sie, jetzt haben wir hier das Komma zu viel. So, dann sehen Sie, das ist das Polygon. So. Was Sie jetzt hier sehen, Vertex Color, RGB Color von 000, also schwarz, rot, gelb, grün. So, und die werden jetzt einzeln zugeordnet, wie die UV-Maps im CAD-System. Sie haben immer die Meshes und dann haben Sie die Punkte von den Meshes und die müssen immer zugeordnet werden auf einem Bild mit bestimmten Koordinaten in 2D. So, Sie haben immer 3D-Punkte im Raum und dann haben Sie 2D-Punkte auf dem Bild und dann gibt es eine Korrelation und fertig. Und dann wird das darauf gemappt. So, hier ist jetzt also auch so. Jetzt sagen wir hier Vertex Color. So, wir setzen also diesen Punkt auf schwarz, diesen Punkt auf grün, den auf gelb und den auf rot. So, und wir sagen, dazwischen soll interpoliert werden, sowohl auf den Linien als auch in der Fläche. Und dann macht er das. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel hergehe und das haben wir hier, dann setze ich den jetzt hier zum Beispiel auf 2, dann macht er das so. Auf 1 macht er das so. Wenn ich diese Farbe hier auf eine andere setze, macht er das so. Schön, ne?
alles falten. Jetzt können wir das auf, im Polygon auf dreidimensional, also Sie sehen, das ist das Gleiche, nur dreidimensional, deswegen können wir das jetzt drehen. Aber es ist das gleiche Spiel, Sie haben ja Zahlen in die Geometrie und die haben Zahlen in den, also in den geometrischen Raum und Zahlen in den Farbraum. Setzen jetzt die Koordinaten hier, mehrere, und fangen an, das zu in Kombinatorik zu machen, um einen Farbwürfel zu machen. Und Sie sehen, es sind nur Koordinaten hier und kombinatorische Spiele, um die Koordinaten in dem geometrischen Raum und in den Farbraum. Und das wird einfach nur kombiniert, geschickt zusammengesetzt und aufgefaltet. Und dann haben Sie einen solchen Würfel, in den Sie dann hier zum Beispiel jetzt einfach drin sein können. Hier sind wir jetzt wirklich drin. So geht es immer. Das war jetzt das physikalische Modell. Das ist das physiologische Modell. So, Sie haben Regenbogen, die Farbigkeit auf den Regenbogen. So, das ist die Regenbogen. Dieser Regenbogen setzen wir jetzt auf in 12 Schritte. Sie können auch das in 100 Schritte setzen. Gibt es den Regenbogen. Und Sie setzen jetzt diese Tabelle von Zahlen oder Farben in ein Raster als Grafik und dann kriegen Sie tatsächlich hier ein solches Ding dahin. In den Schritten von 0 bis 1 in Hundertstel Schritten. Sie können auch Tausendstel Schritte machen und dann haben Sie es. Oder 10 Schritte. So. Der Regenbogen ist rund, also anders als RGB haben Sie XYZ im Raum, das ist das physikalische Modell, XYZ. Das physiologische Modell ist, da ist die Farbe am Regenbogen, das ist rund, das ist zirkulär und nicht linear, deswegen ist das invers, so wie ich Ihnen erzählt habe, die physiologisch hören Sie die Farben, physikalisch sehen Sie die. Das ist einmal rund und einmal gerade. So, und deswegen ist das hier so aufgeteilt. Und deswegen sind das eigentlich Farbkreise. Sie nehmen also jetzt hier eine Disk und setzen einen Zirkel und setzen jetzt ein Zwölftel Segment mit der Zwölftel Farbe von dem Ganzen. So, und setzen jetzt alle Farbe in den Kreis. Dann sieht das so aus. Sie können einen weißen Kreis darüber setzen und die Auflösung erhöhen. Machen wir das hier mit 12, dann sieht das so aus. Machen Sie das mit 200, dann sieht das so aus. Machen Sie mit 500, sieht das so aus. Das sind die Kreise, die Sie kennen. So, und das ist die Farbe, die Sie hören, physiologisch. RGB ist die Farbe, die Sie sehen. Das ist sehr wichtig, der Unterschied. Das habe ich Ihnen versucht zu erklären. Mit dem in der ersten Stunde. Wichtig, dass es den Unterschied gibt. So, und jetzt können Sie zum Beispiel hier mit dem, das ist einmal die Farbigkeit auf dem Regenbogen. Und dann ist der zweite Parameter von dem HSB ist die Helligkeit. So, wieder Range von 0 bis 12. Ihr könnt das sich auch angucken, dann sieht das so aus. 0 bis 12, rationale Zahl. So, und jetzt setzen Sie das auf Rot, das ist 1 ist Rot, das können Sie auch hier schauen, AOE von 1 ist Rot. So, der zweite Parameter ist der Weißanteil und der dritte Parameter ist der Schwarzanteil. So, wenn Sie jetzt diese Range, das war hier, das war diese Liste aus Brüchen in 12er Schritten bis 1, und setzen das jetzt
jeweils in diese Funktion rein. Das heißt, sie machen 12 Grafiken, die alle gleich sind, aber der Weißanteil geht in 12 Schritten runter. Wir machen immer eine Disk und das immer auf 24. Dann kriegen Sie jetzt hier eine solche Reihe mit einer kontinuierlichen Sättigung von der Farbe. Wenn Sie das nicht als Liste, sondern als Reihe darstellen, dann kriegen Sie ein schönes Rendering davon. Machen das auf 12, wird das kleiner, so all diese Dinge. Machen Sie mit dem dritten Parameter von HOI, der Schwarzanteil, können Sie gleiche Sachen nehmen und dann kriegen Sie diese Art von Darstellung. So. Hier haben wir den Farbzirkel, wie Sie den immer kennen. Mit zwei Parametern. Wir hatten den Farbzirkel hier nur mit dem ersten Parameter, das heißt der Farbigkeit. Und jetzt blenden wir hier den zweiten Parameter, den Weißanteil, hier rein im Radius. Deswegen wird das hier auf Weiß. Und das geht einfach hier, indem ich die Color Function sage Hue und dann der erste Parameter ist der Winkel in der Winkel und der zweite ist die Länge von diesem Zirkel hier. Das heißt, je näher ich hier an den Nullpunkt komme, desto geht das auf 0, hier geht es auf 1. So, und deswegen kriege ich für jeden Punkt hier einmal einen Winkel. Und der Winkel gibt die Farbe, das ist hier, das ist der Winkel zwischen x und y, gibt die Farbe und die Länge von dem x und y gibt die Helligkeit. Und das hat einen Schwarzanteil von 1. So, wenn ich das jetzt umtausche, dann sieht das so aus. So, das kennen Sie als Color Picker. Das ist die gehörte Farbe. Sobald das kreisförmig ist, gehörte Farbe. Wichtig, physiologisch. So, jetzt hier auf ein Array gesetzt. So können Sie sich das immer vorstellen. Oder jetzt haben wir zum Beispiel hier die Farbigkeit. Der Weißanteil ist immer auf 0. Der Schwarzanteil ist jetzt auch in der Variable im Y. Ich gehe jetzt einmal hier in 12 Schritten in der Farbigkeit, in 24 Schritten in der Farbigkeit, das ist J, das ist hier, und in 12 Schritten in der Schwärzung und mache das als Disk und mache das als Table und will das nicht als Array, sondern als Grid dargestellt haben. Und dann sieht das so aus. Das sind alle Farben in ihren Schwarz, also 24 Farben von in der unterschiedlichen Schwarzanteil. So, und wenn Sie das jetzt hier machen in 200 Schritten in der Farbe und in 100 Schritten im Schwarzanteil, dann kriegen Sie diesen typischen Color-Picker. Sie verstehen, sind einfach nur Spiele mit den wenigen Paradigmen mit ein paar Zahlen. Ein paar Zahlen, und so kriegen Sie bestimmte Modelle, wie man mit den Farben arbeitet. Das ist alles. So, hier jetzt zum Beispiel mit CMY wieder diese Listen mit Zahlen. Die übersetzen wir jetzt auf einen Cube. Und dann kriegen Sie jetzt hier CMY-Würfel. Jetzt habe ich die ein bisschen auf Opacity gesetzt hier. Die Edge-Form ist, ich habe keine Linie gemalt, ich habe die ein bisschen transparent gemacht. Und das ist es schon. Man sieht das alles sehr, sehr gut aus. Wenn Sie das zeichnen wollen, haben Sie Stress. Ne? Das ist besser zu verstehen, wie das mit den Zahlen geht. Und sehr gut. So, hier. Ja.
Graustufen. Das ist dieser eine Wert. Setzen Sie das hier hin, 12 Schritte. Und so können Sie so einen Gradient dann machen, erzeugen, der so aussieht, so wunderbar aussieht. Und im Übrigen können Sie das hier einfach Copy and Paste irgendwo reinsetzen, in irgendein Dokument. Also wenn Sie das dann in InDesign brauchen oder in irgendein CAD-System oder wo immer, dann kopieren Sie es einfach und Sie haben es in sehr hoher Qualität dann da. Sie können es auch in sehr hoher Qualität ausdrucken. So, hier, das ist jetzt zum Beispiel interessant, dass man, nur dass Sie das wissen, wie man das macht. Hier gibt es verschiedene Color Schemes, die die Mathematiker hat. Das sind jetzt immer wie von 0 und, zwischen 0 und 1. Die brauchen immer nur eine Zahl. Und dann sagen sie jetzt hier, das ist Gray Level, zwischen Schwarz und Weiß. Und hier gibt es jetzt verschiedene Farben. Also immer ist immer 0 und 1. 0 und 1. Und die heißen dann einfach. Hier Alpine Colors ist von hier nach hier. Und bei 0 ist dann Schnee und da gibt es dann Gras, wenn es... Gras, wenn es 0 ist und Schnee ist, wenn es weiß ist. So. Weil unten in den Tälern ist immer grün und oben auf dem Berg ist immer weiß. Ja. So, dann brauchen Sie immer, machen Sie ein Pixelbild und statt schwarz-weiß machen Sie halt grün-weiß. Oder wenn Sie in der Wüste sind, machen Sie halt hier irgendwie sowas. Sie brauchen aber immer nur eine Zahl. Und so gibt es Color Schemes, hier zum Beispiel Light Terrain, Mint Colors, Neon Colors, Pastel, Pearl Colors und so. So, und das sind alle Color Schemes, die irgendwie definiert sind, aber wir können natürlich selber welche machen. So, deswegen ist zum Beispiel jetzt hier ein Dark Terrain, eine 0,3, sieht so aus und ja, und so weiter. Violett, und dann sind zum Beispiel diese HTML, das sind die Farben, die Sie im Internet kennen, auch nichts weiter als solche Color Schemes. So, und so können Sie das jetzt hier, wie wir das oben auch haben, halt diese ganzen hier Avocado Colors, dann können Sie jetzt einfach hier in einer bestimmten Auflösung einfach wunderbar diese Regenbogen machen in bestimmten Gradienten. Das wird gebraucht für sowas hier. Also Sie haben jetzt hier zum Beispiel geografische Informationen, Karten. Jetzt zeige ich Ihnen das. Das sind jetzt, hier gucken wir uns das mal an. Na. So, das ist ein Array von 1200 mal 1200. Und jetzt können Sie zum Beispiel sagen, Data von die erste Zeile. Und dann sehen Sie, das sind einfach Zahlen, das ist also ein Bild, ne? Sie können jetzt vermutlich, weil das dann ist das ein Bild mit 1200 mal 1200 Pixeln, das heißt, Sie können jetzt einfach sagen Image von dem und dann ist das ein Schwarz-Weiß-Bild. So, okay. So kann man es runterladen von den Satellitenbildern von der ganzen Welt. Das ist von Google Earth, Satellitenbilder oder OpenStreetMap. Die sehen so aus. So, und wenn Sie jetzt anfangen, so resample, dann sieht das jetzt hier so aus. Ich habe es jetzt einfach umgedreht, weil der Norden und Süden falsch war. So, und jetzt können Sie hier da unterschiedliche Farbtöne drauf machen. Das sind die verschiedenen Gray Tones, Green, Brown Terrain, Avocado Colors. So, und wenn Sie jetzt hier Green, Brown Terrain auf dieses Bild hier drauf machen, dann sieht das so aus. Ja? Es ist nichts weiter als 0 und 1, zwischen 0 und 1. Und dann einfach ein anderes Farbschema drauf gemacht. Jetzt können Sie aber auch hier zum Beispiel Avocado machen. Avocado Color, jetzt setzen wir das einfach hier drauf und dann sieht das eben so aus. Macht Spaß, ne? Ja, ich hab's da schon. Oder Sie können sagen, ich mache jetzt Color Function und ich mache jetzt hier ein Listplot 3D und setze die Schwarz-Weiß-Funktion in ein Mesh und gebe die Z-Achse als auf die Gradation. Und dann sieht es so aus. Ich übersetze jetzt einfach den Grauwert als eine Höhe, mache ein Mesh und plotte das, interpoliere dazwischen, dass es schön kurvig ist. Und fange dann an, dieses Mesh einzufärben nach Höhe. Und dann kriegen Sie das Bild. Dann können wir jedes Bild machen.
Wir sehen, es ist nur das Spiel mit diesen Zahlen. Diese Zahlen sind, das sind keine anderen Zahlen. Okay. So. Wir kommen nicht so schnell weiter. Jetzt hier haben wir zum Beispiel, jetzt kann ich konvertieren von einem in den anderen, RGB auf HSB. Hier zum Beispiel Farbigkeit. So, dann hier. Und wenn Sie das dann austauschen, können Sie dann rumrechnen und dann kriegen Sie interessante Effekte. Das ist interessant. So, hier zum Beispiel ist jetzt, was ich gemacht habe, all die Pixel, die jetzt von da sind, von da oben, die ich oben gefunden habe in dem Bild, habe ich jetzt, das geht mit Chromacity Plot, im Farbraum von RGB, das heißt, wir haben dieses XYZ, wir haben RGB hier, wir wissen, das ist RGB, und hier sind jetzt einfach alle Pixel in dem Farbraum drin. Und wir sehen, dass dieses Bild einfach den nicht wirklich ausnutzt, was wir auch sehen an dem Bild selber. Das ist also ein qualitativ schlechtes Bild, wir haben keine Spreizung mehr drin. Wir können das Ding auch dann Chromaticity Plot 3D, dann sieht das so aus. Das sind alle Pixel von dem Foto in dem Farbraum, nach Farbe sortiert. Das heißt, die Farben sind jetzt nicht auf XY von dem Bild, sondern die sind XY von den Farben übersetzt. So, und wenn Sie verstehen, dass das alles immer nur diese Arrays von Farben sind, ist das auch keine Hexerei, dann ist das einfach okay, macht mal, kann man halt so machen. Ne? So, das hier sind jetzt Histograms. Das ist wichtig, was Sie in Kamera sehen, was Sie in Photoshop sehen und so weiter. Histograms heißt, dass Sie die Häufigkeit der Intensität von den Pixeln jeweils auflisten. So, das sind jetzt sehr viele rote Pixel um die 0,35. Die werden einfach aufgezählt. Wie viele Pixel gibt es mit 0,35? Wie viel gibt es mit 0,4? Wie viel gibt es mit 0,7? Und so weiter. So, und das sind Histogramme. Das sind Häufigkeitsverteilungen. Also wie häufig gibt es welche Rotintensität auf dem Bild? So, und das machen Sie mit Grün und mit Blau. So, jetzt können Sie diese Sachen normalisieren. Das heißt, Sie bringen die auf zum Beispiel alle, können die spreizen, Sie können die alle auf 1 bringen oder was immer. So, und jetzt haben wir hier eine Normaldistribution. Das heißt, so, wir arbeiten jetzt einfach in dem Histogramm. Und dann kriegen Sie diese Bilder auf eine merkwürdige Art und Weise gespreizt. So, was wir jetzt hier tun ist, Sie sehen, das gefällt das nicht, dass das hier so ein paar Kleckse sind an bestimmten Stellen. Und jetzt spreizen wir die so, dass das aussieht wie eine Normalverteilung um die Mitte von dem Bild mit einer Spreizung von 0,2. So, wir machen so eine Glockenkurve da dran. Und dann sieht das Bild so aus. Ich kann das aber auch jetzt etwas dunkler machen. Oder nee, das ist jetzt heller und jetzt ist es dunkler. So, ich kann auch die Spreizung kleiner machen. Oder ich kann sie größer machen. Sondern entsprechend sind dann hier einfach das Histogramm umgeändert. Alles, was Photoshop macht, das ist einfach nichts anderes. Ja? So, oder hier, jetzt kann ich zum Beispiel, das ist dasselbe hier. Wenn ich das jetzt einfach normalisiere, dass alle Farben gleichberechtigt sind, dann nehme ich hier so ein Papageienbild, aber das habe ich oben auch gemacht, Papageienbild und sage, Histogramm Transform ohne irgendwas und jetzt sind die Farben alle gleich verteilt. Und dann kriege ich das Bild daraus. Oder hier jetzt zum Beispiel. Das ist jetzt interessant. Wir haben jetzt RGB-Histogramms gemacht. Das heißt auf Rot, Grün und Blau. Und die physikalischen Farbraum. Ich kann jetzt zum Beispiel ein Histogramm machen und zum Beispiel den Kontrast gleich verteilen. Aber da, so, und
damit die Helligkeit gleich verteilen in einem Bild. So, dafür muss ich in das physiologische Modell gehen. Da habe ich die Farbigkeit, die Helligkeit und den Schwarzanteil. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, ich gehe in den Color Separate in HSB, in das physiologische Modell. Dann habe ich HSB als die einzelnen, das sind die einzelnen Farbbilder. Also das ist die Farbigkeit, das ist der Weißanteil und das ist der Schwarzanteil. So, jetzt mache ich hier ein Color Combine, das ist das nächste, und ich lasse das wie es ist, und ich mache eine Vergleichverteilung der Schwarzanteils und setze das wieder zusammen als Bild, als HSB. Und gucken Sie sich das Bild hier an. Das ist jetzt hier dunkel und da hell. Und jetzt ist das überall vergleichbar dunkel. Es ist jetzt einfach nicht, weil das physiologische Modell ist, mit einem Farbkreis, also das gehörte Modell und nicht das gesehene Modell, kriegen Sie jetzt nicht die Farben harmonisch, sondern Sie kriegen die Schwärzungen oder den Weißanteil oder die Farbigkeit harmonisch. Jetzt können Sie wieder zurück übersetzen und fertig. Ausdrucken, Ende. Es ist wichtig, dass Sie das verstehen, worum es geht. So, wenn ich zum Beispiel jetzt, wie wir das gemacht haben, im letzten Semester mit diesem maschinellen Lernen und Indexieren, um den Eindruck von Bildern, von gleichen Bildern zu messen, habe ich das physiologische Modell genommen. Ich habe gesagt, ich messe, wenn ich RGB mache, dann sind Bilder, die gleich aussehen, fast gleich aussehen, können physikalisch sehr unterschiedlich sein, sehr starke Änderungen im Randbereich haben und so weiter. Bei HSB ist das nicht so. Bilder, die gleich aussehen, in der Schwärzung, in der Weißung, in der Farbigkeit, die haben auch gleiche Zahlen, also gleiche Koordinaten in den Zahlen. Und die Differenzen sind symptomatisch für den physiologischen Abstand der Bilder zueinander. Deswegen habe ich das HSB-Modell genommen, um die Bilder zu vergleichen. Sie kriegen sehr schlechte Ergebnisse, wenn Sie RGB machen mit diesen Bildvergleichen. Weil in dem physikalischen Raum die Abstände unterschiedlich sind wie zu dem physiologischen Raum. Sehr wichtige Kriterien. Wir müssen solche Sachen verstehen. Deswegen provoziere ich Sie mit, dass man Farben hören kann. Das ist eine gehörte Farbe. Und hier haben Sie die Harmonik der Farben geändert und nicht das Aussehen der Farben. Hier haben Sie das Sichtbare der Farben und hier haben Sie das Hörbare der Farben geändert. Dafür müssen Sie eine Sensibilität entwickeln. Das müssen Sie rausfinden, das müssen Sie lernen. Das ist sehr, sehr entscheidend. So, hier, das ist zum Beispiel jetzt lustig. So, wir können jetzt hier, nehmen wir ein Bild hier von der Kirche, das ist ein Van Gogh-Bild von dieser Kirche. Dann haben Sie hier das Bild in groß, das ist Van Gogh in groß. So, das ist das Histogramm von der Kirche, von der Referenz, ja, von Image und von Referenz. So, das ist das Histogramm von der Kirche, von dem Foto, und das ist das Histogramm von Van Gogh. Da sehen Sie, dass das Foto richtig schlecht ist. Der Van Gogh ein gutes Bild. So, das sehen Sie auch. Das ist einfach ein Shit-Bild. Van Gogh ist gut differenziert, das sieht man hier. So, jetzt kann ich einfach sagen, nimm doch dieses Histogramm von dem und pack das auf das Bild. So, das heißt, ich will jetzt, dass dieses Bild nicht dieses Histogramm hat, sondern dieses. So, mehr nicht. Und dann kann ich das jetzt hier ausrechnen. Ich finde das super. Ich zeige Ihnen dann das Ergebnis. Jetzt müssen Sie erstmal hier, weil das blau ist, müssen Sie das evaluieren, das ist nicht bekannt. So, alles richtig. So. Und jetzt transferieren wir das und dann kriegen Sie das. So, statt dem kriegen Sie jetzt einfach so ein Bild. Ja? Klingt anders.
Das sehen Sie nicht, das klingt. Ja? So, und jetzt sehen Sie, dass das Histogramm ja, in den Rahmen der Möglichkeiten dem hier entspricht. Ganz anders ist als das. So. Wenn Sie auf, auf das perzeptuelle Modell gehen, so, das ist jetzt RGB, ne? Das ist physikalisch übersetzt. Und physikalisch kommen Sie jetzt auch in diese Richtung. Gucken Sie sich dieses Profil an, ist das, das ist jetzt ungefähr so. Im Rahmen der Möglichkeiten, die man genauer auch diskutieren kann. Wenn Sie jetzt, so, jetzt ist das Ergebnis noch nicht richtig cool. Jetzt zeige ich Ihnen das mit dem physiologischen Modell, genau das Gleiche. Das heißt, ich übersetze jetzt mein Bild, hier haben wir es jetzt hier, das ist mein Bild im Physiologischen und das ist der Van Gogh im Physiologischen. Und das ist der Transfer, physiologisch. Das finde ich, Und Sie können es wirklich einfach so machen. Also das ist ja, wir nehmen diese Bilder und das ist ja jetzt hier nur, um das zu zeigen. Sie brauchen nur diese Bilder nehmen. Das hier ist, Sie müssen es transformieren in den anderen Farbraum. Und dann ist es diese komische Zeile und die macht das. Und die ist schon fertig. Und das finde ich auch alles instruktiver als mit Photoshop, weil irgendwie versteht man, worum es geht. Und Sie kriegen auch mit diesen Mechanismen raus, dass es mehr nicht gibt. Der Rest sind Dinge, mit denen Sie Arbeitsprozesse optimieren können. So. So, hier, das lassen wir, sparen wir uns. So, hier zum Beispiel. Um die Farbe zu kolorieren. Jetzt mit den Histogrammen. Dann zeige ich Ihnen mal, wie das wird. Also, wir haben jetzt hier irgendein Schwarz-Weiß-Bild. Wir haben ein vergleichbares Bild in Farbe. Sie sehen, es ist ein ganz anderes Bild, aber in Farbe. So, die machen das Gleiche. Gehen in den physiologischen Farbraum. Gucken die Histogramme an. So. Und setzen das und sagen, dass ich in der Umgebung der Pixel diese Sachen einführen will und sie führen das ein und dann haben sie das Bild in der gleichen Farbigkeit. Sie können hier irgendein Bild nehmen, ist vollkommen egal, Sie kriegen eine andere Farbigkeit da rein. So, und wenn Sie das jetzt, das ist hier, mit 1,2 Millionen Bildern machen, dann sind Sie exakt bei der Geschichte, die wir im ersten Semester durchgemacht haben, was wir mit Texten gemacht haben, kriegen Sie hier mit Bildern. Sie trainieren das. Das ist der Code, um das hier zu machen. So, brauchen wir jetzt nicht machen. So, und wenn Sie jetzt einfach sagen, ich will das irgendwie, also weil da 1,2 Millionen Bilder sind, brauchen Sie keine Referenz. Sie brauchen, ich sage einfach ein Schwarz-Weiß-Bild und dann weiß er, was das ist. Was das für typische Bild ist und sucht sich dann diese Bilder, die korrespondierenden Bilder einfach dazu und macht dann diese Farbkonversion. Und wir brauchen diese Referenz nicht. So, das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel hier Mastroianni, hier ihn. Und wenn ich ihn jetzt hier konvertiere, Sie sehen auch, wie schnell das geht, dann ist der N, dann ist das alles farbig. Sie können auch, hier zum Beispiel, das finde ich auch super, geht auch wunderbar. Ich zeige Ihnen das. Hier zum Beispiel dieses Bild, das mag ich ja sehr gerne. Copy. Guck mich das an, hier, wie das geht. Und das ist unerhört. War gut. Das war die Farbe von diesem VW da. Dieses cremige Gelb. Ja. Der hat die auch nicht irgendwie angemalt in hellblau oder so, die Nationalgalerie. Irgendwie. So, das ist im. Ja, hier.
hier Winter, also jetzt machen wir hier nochmal wieder zurück, das hatte ich mit Mastroianni gemacht. So, und hier zum Beispiel, das ist jetzt so ein trainiertes neuronales Netz. Das ist ein trainiertes neuronales Netz, das heißt hier Colorful Image Colorization Trained in ImageNet Competition Data. Sie können sich das alles genau angucken. Da gibt es jedes Jahr Competitions, wer kann das am besten? Und mit Mathematiker kriegen Sie immer diese ganzen trainierten Netzwerke und Sie können die einfach so gebrauchen. So, nächstes Jahr habe ich also einen besseren Colorizer. Das ist gut. Und auch zum Beispiel jetzt hier einen Winterizer. So, das ist die Cycle Gain Summer to Winter Translation. So, das ist der hier. So, und jetzt sagen Sie hier, das ist der Encoder. So. Ist alles nicht. Und jetzt machen Sie das hier auf den Astroniani und der steht im Winter. Ah, jetzt ist hier erstmal Winter. Und das müssen wir hier. Wo haben wir denn hier? Ja, Sie können sich das vorstellen. Ne? So. Ah, hier ist er jetzt im Winter. Er steht einfach im Winter. Nicht so richtig, aber schon ganz gut. So geht es. Und da sind jetzt im Moment die Forschung und so, die Leute anfangen zu arbeiten. Was sie mit Mathematiker haben, sie können jetzt zum Beispiel mit den gleichen Dingen Bilder schärfer machen, also höhere Auflösungen rechnen, aus einem Pixel 4 machen oder 9, die dann plausibel sind, oft, manchmal nicht, so wie jetzt hier mit den Farben auch ein bisschen. So, Sie können aber auf jeden Fall Kratzer von Bildern wegmachen, Störungen wegmachen und all diese ganzen Dinge. Gucken Sie sich das an. Macht große Freude. Und das, was dahinter steckt, was Sie in Photoshop können, ist nur das. So, das kann ich Ihnen sagen, mehr gibt es nicht. Es geht immer nur um diese Arrays von 3 oder 4 oder einer Zahl und deren beliebigen Kombination in hoher Geschwindigkeit. Das, was ich Ihnen zeigen wollte, ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.